Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute backen wir Pesto-Schnecken. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst vermischen wir das Mehl mit der Hefe. Anschließend mischen wir unsere Gewürze dazu und das Olivenöl. Zum Schluss geben wir noch das lauwarme Wasser dazu. Alles gut verkneten. Der Teig wird jetzt noch einmal mit den Händen ordentlich durchgeknetet. Besucht auch gerne meine Facebook- und meine Instagram-Seite. Die Links dafür findet ihr in meiner Infobox. Den Teig lassen wir jetzt mit einem Küchentuch abgedeckt für ungefähr eine Stunde gehen. Diese Zeit nutzen wir und bereiten schon das Pesto zu. Die genauen Mengenangaben dafür findet ihr auch in meiner Infobox. Zuerst reiben wir unseren Parmesan. Natürlich könnt ihr schon geriebenen Parmesan verwenden. Den geriebenen Parmesan geben wir schon zu unserem Basilikum. Den Knoblauch schneiden wir auch in kleine Stücke und geben ihn dazu. Nun kommt noch unser Öl dazu und jetzt wird alles ordentlich mit dem Stabmixer vermixt. Euer Pesto könnt ihr jetzt noch nach Geschmack salzen. Der Teig wird jetzt noch einmal auf einer bemehlten Fläche kurz durchgeknetet. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr diesen gerne kostenlos abonnieren. So verpasst ihr kein neues Rezept mehr. Neue Rezepte findet ihr immer jeden Freitag um 19.30 Uhr auf meinem Kanal. Der Teig wird jetzt in einem Rechteck so dünn wie möglich ausgerollt. Darauf verteilen wir jetzt gleichmäßig unser Pesto. Der Mozzarella wird in dünne Scheiben geschnitten und darauf verteilt. Natürlich könnt ihr jede Käsesorte verwenden, auf die ihr gerade Lust habt. Die Rolle wird jetzt ungefähr in 3 bis 4 cm große Stücke geschnitten. Diese kommen mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Bei 170 Grad Umluft ungefähr für 18 Minuten backen. Und schon sind unsere köstlichen Pesto-Schnecken fertig. Ich hoffe wie immer, dass euch mein Rezept wieder gefallen hat und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Kathi.